unser digitaler Spion in der Tasche. Ja, natürlich hört unser Smartphone die ganze Zeit zu. Die haben ja im Hintergrund eigentlich ein Profil von dir und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Google die meisten Menschen besser kennt als sie sich selbst. Weil die meisten Menschen heutzutage eh nicht mehr richtig mit sich selbst in Touch sind und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und Google mit Algorithmen und was die tun, posten, gucken, dies, das, mehr Verständnis für die hat und weiß, was die in der Zukunft tun werden als sie selbst. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Nein, dein Smartphone hört dir nicht zu. Von The Morpheus. Wir haben uns schon mal ein Video von ihm reingezogen über irgendwas Technisches. Ich glaube, über diese Gehirnchips. Und ich fand das sehr interessant. Deswegen gehen wir heute mal in ein weiteres Video von ihm rein. So, lasst den Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los. Aber sowas von, Digi. Und los! Unser digitaler Spion in der Tasche. Ja, natürlich hört unser Smartphone die ganze Zeit zu. Allein wenn ich Hey Google sage. Fuck. Aber das ist nicht, was ich meine. Die Frage ist, hört unser Smartphone uns die ganze Zeit zu? Ich meine, im Endeffekt muss es ja die ganze Zeit zuhören, ne? Sonst würde es ja auch nicht checken, wenn du sagst, hey Google. So. Deswegen, ja, also ich habe die Sprachfunktion auf jeden Fall ausgestellt, aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, die hören trotzdem zu. Und was ich auch mal gesehen habe, ich habe ein Video gesehen, wegen Face ID ist eigentlich auch die Kamera die ganze Zeit aktiv, so. Die macht alle 5 Sekunden oder alle 10 Sekunden ein Foto von dir. Auslöser, so. Das kannst du auch sehen mit Infrarotkamera, glaube ich. Habe ich mal irgendwo ein Video zu gesehen. Also, ja. Dass das Ding uns zuhört, ist für mich auf jeden Fall ein Fact. Schickt diese Daten dann an Google und Co. weiter. Was die alles schon gesehen haben müssen bei mir, das ist schon crazy, Alter. Die haben bestimmt Spaß gehabt. Um unser Werbeprofil zu verbessern, das testen wir heute im Selbstexperiment. Denn, hey Google... Ja, Digga, das ist ja auch... Also, sorry, wenn ich nochmal unterbrechen muss, aber was den Leuten auch auffallen müsste, ist, dass wenn du zum Beispiel dein Handy an einem Tisch dabei hast, wo du jetzt den ganzen Tag oder ein paar Stunden mit jemandem über ein Thema redest, kriegst du auf einmal am nächsten Tag oder wenn du zu Hause am Computer bist oder irgendein Video reinziehst und Werbung eingeblendet wird, genau zu dem Thema Werbung angezeigt. Zufall? Ich denke nicht. Denn Stimmaktivierung funktioniert technisch lokal auf eurem Gerät und ist eigentlich echt sehr schlecht. Die kann nämlich nur diese Trigger hören. Das ist allerdings ein Thema für ein anderes Video. Ich meine das hier. Wir hatten Freunde zu Besuch bei uns. Das war kurz nachdem wir in Japan waren. Wir erzählten unseren Freunden von den japanischen Toiletten und... Ah, ja, der sagt jetzt das, was ich eben gesagt habe. Werbung für Arschduschen. Also, tatsächlich kein Witz. Leider ohne Screenshot. Aber die Anekdoten gehen noch so viel weiter. Ich habe mal einen Monat darauf geachtet, welche Werbung ich bekomme. Hier ein paar Ausschnitte. Werbung von der R&V für Gaming-Equipment-Versicherung. Nachdem ich übrigens bei der Volksbank mit meinem Berater über R&V gesprochen habe. So. Werbung für Vertical Farming, nachdem ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, was da eigentlich der aktuelle Stand ist und ob das in Zukunft vielleicht eine sinnvolle Alternative wäre oder ob das Ganze einfach nur Bullshit ist. Und sogar Werbung für Matratzen, nachdem eine gute Freundin von ihrer neuen Matratze erzählt hat, die sie sich neu gekauft hat und ob wir auch noch was wollen, weil die gerade im Sale ist. Gut, ich habe keine Ahnung, warum ich Werbung für Schokolade bekomme. Ich habe die letzten 2 Monate keine gegessen, aber Werbung für Socken mit... Aua. Aber Socken mit meiner Katze drauf? Na klar! Oh. Socken in den Mann, Alter. Soll ich weitermachen? Ihr habt sicher selbst mehr als genug Beispiele davon. Vermutlich sogar direkt welche von heute, oder nicht wahr? Auch Instagram ist da natürlich nicht besser. Apropos, es wäre mega, wenn ihr mir da folgen würdet. Wir knacken nämlich vielleicht bald die 10.000. Aber ja... Komm, folgt den Jutz mal. Hier. The Morpheus. T-U-T-S. Werbung für Voltaren, nachdem ich über... Mein Rücken! Geklagt habe. Werbung für die Sonntagsfrage, weil ich mich mal wieder über Politik aufgeregt habe und... Scheiße, ich glaube, Instagram hält mich wirklich für sehr alt. Hi there, young people. Nice day today. Ah, und natürlich Informatik-Bootcamps, denn ich habe selbst eine GmbH gegründet, die genau das anbietet. Zum Großteil aber for free. Diese Berichte gibt es zuhauf. Und es gibt sogar eine Aufzeichnung eines Livestreams eines YouTubers,
der ein bisschen viral gegangen ist. Never mind that. Dog toy ads again. And what is? Krass. Der hat das live gemacht? Nine Advantix from PetSmart. Oh, oh, wow. Krass. Well, everybody, it's time to. 23 Millionen Aufrufe. Oha. Throw away your microphones. That's incredible. Er hat live getestet, was passiert, wenn er über ein völlig neues Thema spricht und das anschließend mit Werbung Digga, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und siehe da, er konnte es bestätigen. Doch an seinem Test gab es eine große Logiklücke. Denn er hat auf YouTube live gestreamt. Natürlich hat YouTube aka Google da mitbekommen, über was er da gerade spricht. Es gibt ja sogar Untertitelgenerierung für Live. Und darüber kam dann natürlich auch die Werbung, die er gesehen hat. Der Livestream ist also bei ihm kein Beweis für irgendwas gewesen, was er in einem späteren Video... Okay, warte mal, Digga, das heißt aber... Okay, heftig, ich habe da nicht drauf geachtet, aber das heißt, weil ich jetzt hier auf Twitch streame und das zu Amazon gehört, werde ich wahrscheinlich bei... Ja, okay, krass, Digga. Wir müssen mal hier auf Twitch über gewisse Themen reden und ich muss da mal gucken, ob ich irgendwelche Amazon-Werbungen angezeigt bekomme. ...selbst festgestellt hat. Ich habe also für dieses Video auch mal einen Selbsttest durchgeführt und versucht, alle Störquellen zu eliminieren. Für meinen Test habe ich also erstmal ein Setup gebraucht, das komplett und vollständig unabhängig ist, also keine Tracker von Google. Wenn ihr einfach ein Inkognito-Fenster aufmacht und dort YouTube nutzt, dann reicht das bei weitem nicht aus. Das Gerät ist dasselbe, die IP-Adresse ist dieselbe, selbst der Browser ist derselbe und es wurde bestätigt, dass Chrome im Inkognito-Modus genauso zuhört wie ohne Inkognito-Modus. Okay, krass. Also den Tor-Browser um einen Podcast. Also ich bekomme dauernd Werbung für Alufolie. So. Geil. Bester Mann. Über Hundefutter zu hören. Der Tor-Browser hat jetzt hier den großen Vorteil, er verschleiert die IP-Adresse, Tracking wird maximal blockiert und auch das Gerät wird versteckt. Das ist also dieser blinde Fleck, von dem Anbieter ganz gerne mal sprechen. Dann lasse ich mein Handy 30 Minuten lang im Raum liegen. Wichtig, ich bin in der Zeit Mittagessen gewesen, kein Googlen, keine Personen, die zu Besuch kommen, auch meine Freundin durfte ihr Handy in dieser Zeit komplett gar nicht benutzen. Aber ich bin mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jedem 24 Stunden zugeschaut wird, so weißt du. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand Informationen haben möchte oder wenn es wichtig ist, mal zu gucken, was derjenige gerade tut oder nicht tut, dann könnte man da reinschalten. Also ich bin mir sicher, dass die CIA, wenn die CIA sagt, ey, lass mal kurz gucken, was der Lovelock in Mexiko da macht und so, der hat mal in Deutschland dagegen Corona und so, lass mal kurz da reinhängen. So, dann können die das tun, wenn die wollen. Don't ever play yourself. So, weil die wollen, wenn die wollen. Bei sich haben. Warum? Das kann man also gleich auf OnlyFans hochladen und Geld damit verdienen, zumindest meinst du so? Nee, Bro. Das wollte ich damit nicht sagen. Erfahrt ihr gleich. Nach meinem Test sehe ich also genau diese Werbung. Es gibt auch Menschen, die einen einfach nur das Leben zur Hölle machen wollen, weil es ihnen Spaß macht. So wie Tobias Huchmäßig, wa? Shoutouts gehen raus, Digga. Liebe, Bro. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, ne? Okay. Der Test. Was bekomme ich hier? Einmal aktualisieren. Genau den Feed, den ich immer als Referenz benutze. Wir kriegen Werbung für Kipli, eine langlebige Matratze. Mache ich direkt mal einen Screenshot von. Wir kriegen Werbung für Tibber. Aber definitiv Strompreise oder Strom. Wir kriegen Werbung für Steuer. Es ist viel Werbung geworden, ey. Jeder zweite Artikel gerade. Wir kriegen wieder Werbung für Waterdrop. Habe ich schon ein Foto von. Wir kriegen Werbung für Flanellhosen, die ich niemals tragen würde, oh mein Gott. Und wir kriegen wieder Werbung für Etepetete, haben wir auch schon was davon. Wir kriegen Werbung für Reifen, für Gesichtskrebs, für höhenverstellbare Schreibtische wie diesen hier, den ich schon habe. Ups. Und das war's. Nicht einmal ist das Thema Hund überhaupt hier passiert. Nichts davon ist irgendwie. Ja, ich glaube, das kannst du auch nicht immer. Das geht auch. Ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass die 24/7 in allen Handys rumhängen und gucken, wer was gerade sagt und so. Ich glaube, das ist.
Ja, ich glaube, das ist random einfach, per Zufall, oder? Wie bei mir am Smartphone angekommen. Das unterscheidet sich ehrlich gesagt wenig von dem, was ich kurz davor bekommen habe. Das heißt, mein Handy hat zumindest noch nicht mitgehört. Aber vielleicht wird das ja alles verschleiert. Vielleicht kommt das ja noch die nächsten paar Tage. Ah, das kann natürlich auch sein, ja. Und bisschen zeitversetzt. Wird's jetzt ziemlich... Nein, ist auf keinen Fall random. Ja, war vielleicht eine falsche Aussage von mir. Ich küsse eure Zirbeldrüse, aber ja. Ja, zeitversetzt ist eigentlich eine gute Theorie. Wie prüfe ich das eigentlich? Allein, dass ich dieses Video hier mache, wird mir Werbung für Hundefutter bescheren. Mein Skript liegt bei Google Docs. Aber tatsächlich habe ich erstmal absichtlich alle... Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Google Docs. Und wenn du diese ganzen verschiedenen Apps benutzt und auf YouTube Livestreams und dann da das machst und so, dann kombinieren die alles miteinander. Die haben ja im Hintergrund eigentlich ein Profil von dir. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Google die meisten Menschen besser kennt als sie sich selbst. Weil die meisten Menschen heutzutage eh nicht mehr richtig mit sich selbst in Touch sind und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und Google mit Algorithmen und was die tun, posten, gucken, dies, das, mehr Verständnis für die hat und weiß, was die in der Zukunft tun werden, als sie selbst. Das ist krass. Im Skript zensiert, was mit Hundefutter zu tun hat. Aber es gibt noch so viel mehr Störfaktoren. Online-Marketing ist eine gigantische Industrie. Zielgerichtete, personalisierte Werbung ist daher oft sehr effektiv, aber auch sehr teuer. Bei Werbung in meinem Newsfeed, die sogar noch zu mir passt, denke ich eher darüber nach, als bei Werbung in einer Zeitung, die einfach alle Leser der ganzen Zeitung ansprechen soll. Ja, klar. Und deshalb steckt da ein gewaltiges Budget dahinter. Ja, klar. Was ihr unter Tracking kennt. Und hier kommen wir zu der ganzen Erklärung, warum ich diese Anekdoten als genau solche entlarven kann, nämlich Anekdoten. Und warum es das Ganze noch so viel mehr creepy macht. Creep it in, Bro, Alter. Hau mal raus jetzt, Junge. Wir sind da. Oder, Chat, sind wir da? Warum? Leon, schmeißt du Handy gleich weg? Bruv, diese Sachen sind mir seit bestimmt 10 Jahren bekannt. Wir haben da damals im IT-Unterricht schon drüber geredet. Unser IT-Lehrer in der Schule war auch ein kleiner Schwurbler so ein bisschen, weißt du? Da haben wir schon über Gehirnchips, über Tracking und über diese ganzen Sachen geredet, weißt du? Das ist mir eigentlich schon die ganze Zeit bewusst, dass ich irgendwo ich sag dir ehrlich, ich bin so, mich juckt das nicht, Digga. Weißt du, wie ich meine? Sorry, aber ich bin da echt so, sollen die mich verfolgen? Sollen die mir alles reinziehen? Ich bin nicht einer, der irgendwie Sachen macht, die kriminell sind oder gegen das Gesetz im Endeffekt so. Ich teile meine Meinung, ich versuche ein guter Mensch zu sein, ich habe nichts zu verbergen, Bro. Und wenn die mich wegen Gutherzigkeit und wegen Aufklärung beseitigen wollen, dann sollen die mich beseitigen, Digi, weißt du, wie ich meine? Ist mir scheißegal. Aber ob die mich jetzt abhören oder ob die mir zugucken, wenn ich hier was auch immer mache, so, I don't give a fuck, Bro. Wirklich jetzt. Ich eigentlich Werbung von der R&V für Gaming-Equipment-Versicherung. Ich bin offenes Buch, Bro. Ich habe nichts zu verbergen. Naja, ich war physisch bei der Volksbank für meine Beratung. Und mein Handy war natürlich dabei. Und ohne, dass es zuhören muss, weiß es ja automatisch, dass ich vor Ort war. Denn GPS verrät genau das. Das kann man aber natürlich deaktivieren, was ich zum Beispiel aber auch gemacht habe. Standortdaten sind blockiert. Da ich aber nach der Adresse bei Google Maps gesucht habe, oha, guck's dir an, weil die nicht an ihrem normalen Standort sind, war das natürlich wenig hilfreich und schon weiß Google, dass ich da war und zeigt mir Werbung. Warum? Crazy, Digga, das ist crazy. Für Vertical Farming. Naja, ganz einfach. Es wird halt gefährlich, wenn du halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, auf der Flucht bist oder so. Weißt du, wenn die Zustände extremer werden, dann werden so Leute wie wir halt, die werden dann noch mehr verfolgt wahrscheinlich. Und dann wird's halt interessant, weil da geht's dann richtig los, Digga, weißt du, wie ich meine? So wie Deus zum Beispiel, der ohne Miete, der ohne Bankkonto und so versteckt im Widerstand irgendwo lebt, so. Wenn das sich zuspitzt alles, dann wird's interessant. Dann muss man gucken, was man macht. So. Gegoogelt, um mich über den neuesten Stand zu informieren. Wobei, auch das stimmt so eigentlich nicht ganz. Ich habe mit Startpage danach gesucht, die eigentlich keine Google-Checker haben. Aber auch hier, eine der Websites, einer der Artikel, die ich gelesen habe, hatte Google-Werbung. Die haben fast alle News-Webseiten. Und schon ist es zu spät und Google weiß Bescheid, dass mich das Thema interessiert. Ja. Deus, Digga, die Leute interessieren sich für dich, Bro. Lass mal einen Talk machen, Digga. Lass mal ein kleines Interview machen, mein Jutster. Mach nicht so einen auf ein geheimnisvoll. Weißt du, wie ich meine? Hau noch mal raus, Junge. Kannst du auch einen Sinn... Wir nennen dich Deus.
Musst ja nicht deinen echten Namen sagen. Haha, aber ich blocke doch eigentlich alle und akzeptiere nie Cookies. Ja, und hier kommen wir zum Beispiel mit den Matratzen. Eine Freundin von mir hat sich bei Emma neue Matratzen gekauft. Keine Werbung an der Stelle. Und uns davon erzählt. Ich habe nicht danach selbst gesucht. Aber wisst ihr, wer danach gesucht hat? Sie. Und ich war mit ihr in einem Raum. Es reicht völlig aus, wenn eine Person in eurem Umfeld an einer Sache interessiert ist. Ach du Scheiße, das wild. Zumindest mal bei euch vorzuschlagen. Spannendes Beispiel an der Stelle, das ein Reddit-User, der im Marketing arbeitet, gebracht hat, ist folgendes. Nehmen wir an, du gehst zu Fressnapf. Google weiß das. Und anhand von reiner Statistik weiß Google auch, dass du zu 85% ein Besitzer eines Haustiers bist, wenn du dort länger als 35 Minuten warst. Guck mal, was für Algorithmen die haben, Digga. Heftig. Du bekommst dann also den Tag Haustierbesitzer. Tags sind wie Attribute in deinem Profil, die eine Eigenschaft darstellen. Jemand, der bei Google dann gerne Werbung schalten würde, wählt dann immer aus. Würdest du dann noch Technik benutzen, Leon? Was, wenn ich verfolgt werde? Wenn man mich ausradiert, keine Ahnung, muss ich den Umständen entsprechend machen. So, ich bin halt auch einer, ich habe auch keine Angst, Digga, von nichts, von niemandem. Deswegen, komm, Digga, Gott ist mit mir. Ich habe halt den heftigsten Rücken, den man haben kann, so. Ich habe Gott auf meiner Seite, ich weiß das so. Ich brauch keine Angst haben. Welche Attribute seine Zielgruppe haben soll? Sollen es Informatiker und berufstätig oder Informatiker und Student sein? Dann macht das schon einen gewaltigen Unterschied. Wenn du mit dem Tag Haustierbesitzer dann online auf eine Werbung für zum Beispiel Katzenspielzeug klickst oder gar kaufst, dann bekommst du den Tag Katzenbesitzer. Wenn du aber am selben Tag, als du im Fressnapf warst, zu deiner Schwester gehst, wirst du ihr davon erzählen. Das weiß Google mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Wir reden scheinbar immer über unseren Tag. Und boom, es wirkt so, als hätte Google dir zugehört, obwohl sie einfach nur deinen Standort getrackt haben. Noch viel besser, wenn in deinem Google-Kalender oder in ihrem Google-Kalender steht, dass sie heute Geburtstag hat, ist vielleicht doch eher sie die Katzenbesitzerin und nicht du, weil du ein Geschenk gekauft hast. Und schon Oha, Digga, die wissen auch, mit wem du wie in Beziehung... Oh, Digga, das ist krass. Sie den Tag Katzenbesitzerin. Also wie gesagt, das wird richtig wild, wenn... Und? Sag mir mal, du bist auf der Flucht, Bro, dann geht's richtig los, Digga. Das finde ich noch viel creepier, als dass es uns einfach belauscht. Die wissen, mit wem du abgehangen hast, mit wem du das letzte Mal was hattest, Digga, wann du mal wo ein Date hattest, dies, das, bla bla bla. Das ist richtig wild, Digga, das ist schon krass. Das ist nur die Interaktion zwischen zwei Personen. Hinzu kommt euer kompletter YouTube-Verlauf, eure Browser-Verläufe, die Websites, die ihr besucht und noch so viel mehr. Und wenn mehr als zwei Personen da sind, dann geht... Digga, wenn die meinen YouTube-Verlauf sehen, so, dann das ist also, da sind die bestimmt auch schon mal öfter gedacht, was ist das denn für ein mieser Schwurbler, Alter? Was der sich alles in den letzten anderthalb Jahren, was der sich alles reingezogen hat, so, da müssen wir aufpassen. Einfach davon aus, dass sich alle alles Mögliche erzählen. Kurz, du bist eigentlich... Bruder! Wie deine Freunde und dein soziales Umfeld. Was dann auch wiederum solche Werbung hier erklärt. Meine Mom ist wanderversessen und offenbar sehen wir uns gelegentlich, wenn sie gerade wandern war oder es vorhat. Und eine Freundin schwärmt die ganze Zeit vom Surfen, seit sie in Australien war. Schaut mal, was ich für Werbung bekomme. Surfcamp in Portugal. Ich kenne deinen Suchverlauf, Anna. Grüße gehen raus. Und ich weiß zwar nicht, wer von euch kleinen Schweinchen nach Seidenpyjamas sucht, aber ja, danke. Jetzt kriege ich auch Werbung dafür. Ich denke, ihr versteht das Ganze. Öffentliche Wi-Fi-Netze sind als solche markiert und Ärzte sind bei Google hinterlegt. So erkennt man ganz einfach, dass da Personen vielleicht dann doch eher nicht miteinander reden. Und wenn eure Nachbarn die ganze Zeit auf denselben Koordinaten wie ihr chillen, aber in ein anderes Wi-Fi-Netz eingeloggt sind, dann kann man das auch recht einfach erkennen. Krass! Dass ihr nicht mit denen zusammen wohnt. Es wirkt also oft so, als hätte Google eure Gespräche mitgehört. Aber tatsächlich ist es einfach nur wahnsinnig gut darin, euch anderweitig zu tracken. Und dazu kommt noch eine spannende psychologische Komponente namens Confirmation Bias. Damit wird die Tendenz bezeichnet, Informationen so zu interpretieren, dass sie zu den eigenen Überzeugungen CIA. Ach. Passen. Sprich, ich glaube, mein Handy hört mir zu, also achte ich vermehrt darauf, dass ich über das Thema gesprochen habe, als dass ich vielleicht doch einfach online danach gesucht habe. Oder gar jemand in meinem Umfeld.
Und dazu kommt noch das Bader-Meinhof-Phänomen. Etwas, das man gerade gelernt oder besprochen hat, erscheint plötzlich einfach überall. Das liegt daran, dass das Gehirn nun einfach sensibilisiert ist und diese Information mit höherer Wahrscheinlichkeit aus dem ständigen Strom von Reizen rausfiltert. Kurz gesagt, wir nehmen diese Werbung einfach noch viel stärker wahr. Was für Firmen wie Google übrigens nochmal das Ganze besser macht. Und da können wir gerne mal ein Spiel draus machen. Achtet mal eine Woche lang drauf, was ihr wirklich insgesamt für Werbung bekommt. Ein paar davon werden passen. Digga, das mache ich jetzt auch mal. Ich werde mal mehr drauf achten jetzt die nächsten Wochen. Aber der Großteil wahrscheinlich nicht. Aber selbstverständlich heißt all das nicht, dass Google euch gar nicht zuhört. Also, wir können jetzt erklären, warum... Gute Beats, der Cousin, ne? ...die Werbung sehen. Jeder, der einfach schlechte Werbung bekommt, hat etwas getan, was statistisch wahrscheinlich einfach unwahrscheinlich für seine Person ist. Und ansonsten war die Vorhersage wohl einfach ganz gut für euch. Aber warum würde Google nicht einfach direkt zuhören? Das würde das alles ja nochmal leichter und besser machen. Die hören zu. Nicht? Naja, jein. Meta und Google zumindest streiten es vehement ab, dass sie euch abhören. Bislang haben wir ab... Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Nur Klickverhalten und Standort als Daten genutzt. Das sind super sparsame Daten. Das sind reine Zahlen. Die kosten nichts zu speichern. Dazu kommt noch das Suchverhalten, was ein relativ kurzer Text ist. Auch das ist günstig, was Speicher angeht. Bei Tonaufnahmen hingegen ist das ein bisschen schwieriger. Erstmal müsste jedes Gespräch quasi live gestreamt werden. Nehmen wir an, dass ihr mit MP3 übermittelt. In der allerniedrigsten und in einer absolut furchtbaren Qualität kann man das auf 8 Kilobyte pro Sekunde runterquetschen. Dann kann Google auf seinen Servern daraus Text machen und den speichern. Aber das ist trotzdem ein halbes Gigabyte pro Smartphone und Tag. Und dann muss Google daraus ja noch Text machen, was pro Person und Tag grob etwa 8 Dollar kosten würde. Okay, krass. Er sagt, es wäre zu viel Speicher und zu viel Aufwand, jedem die ganze Zeit zuzuhören. Die Zahlen stammen... Lüge. ...in der API für Spracherkennung sind aber natürlich nur ganz grob. Aber trotzdem ist das sehr, sehr viel Speicher, sehr viel Geld und sehr teuer. Und ja, man kann das natürlich auch noch optimieren, indem man Stille filtert und so weiter. Klar, aber die Kosten sind echt hoch. Und sorry, so viel seid ihr dann am Ende einfach nicht wert. Google hört dich nicht ab. NSA vielleicht einer von beiden auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine? Safe. Aber ich glaube, eher Google hört uns ab und NSA benutzt es einfach. Aber das ändert sich gerade. Im Schnitt, so sagt diese absolut glaub... So, die verkaufen bestimmt die Daten. Die Studie, die mir für meine Schätzung einfach mal reicht, sehen wir am Tag ungefähr 10.000 Werbeanzeigen. Jede Impression ist einige Cent wert. Werbung wird bei Google versteigert. Das heißt, einen definitiven Preis, den gibt es eigentlich nicht. Es kommt natürlich an, Videos beispielsweise sind deutlich teurer als Artikel und auch die Zielgruppe ist entscheidend. Aber mit dem Google Pixel 8 Pro soll Googles neues KI-Modell Gemini Nano auch lokal laufen. Warum das plötzlich... Was hat der reingeschrieben, Digga? Einer hat reingeschrieben, niemand hört dich ab. Meinst du echt, Digga? Mich vielleicht nicht, aber glaubst du Erdnuss? Glaubst du, dass niemand abgehört werden kann, potenziell? Hast schon mitbekommen damals mit NSA und Merkel und so und diese ganzen Geschichten, ne? Also das ist eigentlich offiziell, dass wir abgehört werden. Man muss sich dann auch fragen, so ist die Leitung nicht die ganze Zeit aktiv und wenn die was wissen wollen, dann gehen die da rein. Heißt ja nicht, dass die uns 24 Stunden zuhören, so, aber wenn sie wollen, können sie dir zuhören. Das ist das, was ich nur behaupte. Interessant ist, damit kann auch Spracherkennung auf eurem Smartphone gemacht werden. Nichts muss erst in die Cloud geladen werden und ihr habt auf eurem Gerät die Rechenleistung dafür. Die muss Google also nicht mehr stemmen. Und dadurch spart Google sich einiges an Kosten. Einer sagt, es geht ja nicht darum, was man macht, sondern man will einfach nicht spioniert werden. Ich weiß nicht warum, aber personally, I don't give a solitary shit about that, bro. Mich juckt das gar nicht, Digga. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich in der Öffentlichkeit bin und eh hier alles erzähle, was abgeht. Ich habe wirklich nichts zu verbergen, wahrscheinlich liegt's daran. Sprich, man könnte... Also ich weiß nicht, mich juckt das nicht. ...auf eurem Gerät tracken. Noch. ...aktivieren, das auf eurer Stimme basiert. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Aber wenn einer eurer Freunde diese Funktion nutzt, dann nutzt ihr sie eigentlich alle. Allerdings sorgt auch das natürlich für sehr viel mehr Akkuverbrauch, weshalb man das Ganze natürlich optimieren muss. Dennoch,
In naher Zukunft könnte sich das Thema grundsätzlich ändern. Und natürlich ist einem Hacker oder auch einem Staat, der gerne zuhören möchte, grundsätzlich erstmal egal, wie lange euer Akku hält. Das bleibt also immer bedenklich. Aber ja, abgesehen von diesen Risiken, wird eure Stimme nur genau so abgehört, wie ihr das den Firmen erlaubt. Deaktiviert ihr beispielsweise euren Google Assistant, dann hört da gar nichts mehr zu. Zumindest noch nicht. Alright, das war's auch gewesen mit dem Video. I like that. Ah, Alter, uns wird zugehört auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall. Selbst wenn es nicht abhören ist, die kombinieren alles miteinander. Google Maps, Google Suche, was du erzählst in Livestreams, was du erzählst über irgendwelche Dokumente, die du hast, eventuell über dein Word oder was auch immer. Ja, so ist das halt, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.